wie ihr ja wisst, sind wir überzeugte Ökos und Müslis. Und als solche macht die Anja auch ihre Sonnencreme selber. Diese Sonnencreme wird jetzt hier gerade getestet. Und zwar einmal unter diffusem Licht und einmal unter starker Sonneneinstrahlung. Stärker geht es eigentlich gar nicht mehr, weil, wie ihr schon erfahren habt aus den anderen Videos, wir sind hier am Äquator und die Sonneneinstrahlung ist hier schon ganz gut. Und Anja hatte einen speziellen empfindlichen Hauttyp, von daher ist sie die optimale Testperson für ihre eigene Sonnencreme. Keine Sonnencreme. Ich habe das Glück, dass ich da mittlerweile eine gewisse Resistenz entwickelt habe, aber bei der Anja ist es eben halt etwas anders. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt in einer Woche. Zumindest hat sie von anfänglichen kleinen Mini-Sonnenbränden, die also nur Rötungen darstellten, keinen Sonnenbrand bekommen. Ne? So. Das waren nur Rötungen, die waren dann am nächsten Tag wieder weg. Ja, yep, das war's erstmal für die Anja. Das ist jetzt mit Abstand das erste Mal, dass ich in Afrika bin. Irgendwo im Nirgendwo. Und ja. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwo jemand aus dem Gebüsch hervorkommt und Kimba schreit oder White Man oder sowas, sondern wir sind jetzt wirklich hier in Gabun auf dem Weg zum Nationalpark auf einer Schotterpiste und es ist richtig schön leer. Und wir haben jetzt noch 50 Kilometer in die Richtung bis zum nächsten Dorf und 20 Kilometer in die Richtung, auch bis zum nächsten Dorf. So, ich fahre jetzt erstmal mit dem Kommissar durch Moabi und er wird mir eine Herberge zeigen, wo Anja und ich dann heute übernachten können. Okay, ich bin echt gespannt, wie das geht. Wir haben uns jetzt, ich weiß nicht, gefühlt 5 Stunden lang durch den Busch gequält. Durch sehr schwieriges Gelände. Anja ist streckenweise abgestiegen, musste absteigen. Und ich auch. Und das Motorrad habe ich dann durch den Morast gezogen. Jetzt sind wir hier mitten im Nationalpark angekommen. Wir sind empfangen worden von einem Guide. Und der erzählt uns, dass wir hier auf der völlig falschen Route sind. Der Guide führt uns jetzt zumindest zu dem Japaner, von dem wir vielleicht erfahren, wie wir morgen weiterkommen. Aber erstmal stecken wir heute fest hier. Sprit gibt es hier auch nicht.